Hallo zusammen, ich bin heute wieder mal unterwegs in Sachen Nachhaltigkeit und zwar in Nordrhein-Westfalen in Alfter bei Bonn. Ich besuche heute die Familie Becker, die hat sich den Traum von der eigenen Photovoltaikanlage erfüllt mit ADAC Solar. Hallo Herr Becker. Hallo Dr. E. Grüß Sie. Schön, dass ich da sein kann heute bei Ihnen. Sie haben jetzt seit 3 Monate die PV-Anlage. Das ist richtig. Was gibt es denn Wissenswertes zu sagen und sind Sie happy damit? Ja, bis jetzt sind wir sehr zufrieden damit. Handelt sich um eine 13,6 Kilowatt Peak Anlage mit einem 9,6 Kilowatt Speicher und einer Wallbox. Herr Becker, was waren eigentlich die Beweggründe, dass Sie sich überhaupt für eine PV-Anlage entschieden haben? Ich denke mal, irgendwann wird jeder nicht drum herumkommen um so eine Solaranlage, wenn er etwas sparen möchte. Und wie sind Sie gerade auf den ADAC als Anbieter gekommen? Ja, als langjähriges Mitglied, ich sag mal vom ersten Tag an, wo man einen Führerschein hatte, hat man auf der Homepage vom ADAC geguckt gehabt. Da fand man dann den Solarrechner, wo man dann sämtliche Wünsche eingeben konnte und der einem dann ausgerechnet hat, welche Solaranlagengröße welche benötigte Menge dann genau abdeckt. Und wie lief es zum Erstgespräch bis zur Installation? Man hatte uns schnell zurückgerufen, dann hatten wir Dachpläne eingereicht, damit man errechnen konnte, wie viele Module auf unser Dach generell passen. Ja, und dann hat man uns ein Angebot erstellt und da waren wir eigentlich recht zufrieden mit. Und wie war das mit der Installation? Ja, das ging auch recht schnell. Einerseits wurden die Teile kurz vorher geliefert und dann hatte Solar einen Partner geschickt gehabt. Der aus der Umgebung wahrscheinlich? Genau, aus der Umgebung, der dann recht schnell, zügig, sauber die Teile montiert hat. Was bedeutet für Sie das Thema Stromkosten und überhaupt generell Unabhängigkeit? Ja gut, Stromkosten sparen möchte jeder. Sonne ist für alle da, dementsprechend ist da natürlich das Einsparpotenzial und Unabhängigkeit, dadurch, dass wir ja hier zumindest auch die Notsteckdose haben, für den Fall eines Stromausfalls, können wir da zur Not mal ein Handy laden, eine Kühlbox dran anschließen. Jetzt sind wir hier an der Wallbox gelandet und da wollte ich fragen, haben Sie das Gefühl, dass jetzt durch die Solaranlage, dass Ihnen das hilft, auch bei der Elektromobilität? Ja, an sich schon. Deswegen haben wir es ja genommen und man am Tag, wo die Sonne scheint, das Fahrzeug lädt, wo die Anlage dann auch am meisten produziert. Aber ich denke schon, dass es uns da wesentlich mobiler macht. Abschließende Frage, mal ganz ehrlich, wie viel liefert jetzt die Anlage tatsächlich? Ja, dann schauen wir doch nochmal in die Solar Kompass App. Da haben wir eine momentane Förderung von 3.328 Watt. Wir hatten aber auch schon über 5.000. Es kommt halt immer auf die Sonne drauf an. Ach ja, wenn die Anlage so gut ist, dann hole ich mir gleich noch ein paar Sonnenkilometer für die Heimreise. Aha, das ist für Sie also der ADAC-Mitgliedervorteil.